Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neo. Heute geht es weiter. Wir werden heute vor dem vollen Schrein stehen, ist übrigens voll geil. Also ich weiß nicht, ob der schon voll ist, aber geht schon gut was ab. Wir werden heute schätzungsweise mal den Boss dieser Area probieren und ich bin mal sehr gespannt, ob wir vielleicht nicht einen anderen Schutzgeist wählen, zum Beispiel den hier, Amritas Bilanz, Wasserschutz. Also der Boss hier wird wahrscheinlich Wasserschaden machen, schätze ich mal, wahrscheinlich so ein riesiger Blob oder so. Und vor allen Dingen Goldbilanz, Amrita Bilanz, was für den Boss natürlich sehr gut ist. Boah, ich nehme den einfach mal, weil sonst... Ich meine, ich wollte ja mal dies Amrita, mehr Amritas probieren bei denen. Ja, belebte Waffe, Wasser 30, Einsatzdauer 18. Einsatzdauer ist bei dem bei belebte Waffe echt sehr gut. Feindradar, Leben. Na, ich probiere einfach mal den, scheiß drauf. Moment, aber warum ist hier... Warum haben wir jetzt keine belebte Waffe mehr? Das ist irgendwie für'n Arsch. Hm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir dorthin, wo wir hin müssen, wo immer das ist. Ich glaube, es ist da vorne dieses Tor. Und schauen, dass wir... Ach, genau, der fällt wieder da runter. Schauen, dass wir da ein bisschen belebte Waffe aufwecken. What the fuck ist das eigentlich? Oh! Das ist so ein Blob! Fuck! You! Nee, komm lieber her. Au! Oh. Fuck you. Okay, die Viecher gehen mir immer noch am Sack. Da hat sich nichts dran geändert. In letzter Zeit. Es ist die Frage, machen wir nochmal ein bisschen belebte Waffe? Positiv. Also im Sinne von schauen wir noch, dass wir zum Beispiel hier die Typen platt machen. Na, vielleicht. Wir können den ja wahrscheinlich backstabben. Hoffentlich. Genau. Hahaha. Du gibst mir trotzdem... Ja, du gibst mir trotzdem Amritas. Danke. Ja, bei dem holen wir ein bisschen Gold ab. Okay, und jetzt haben wir schon wieder die Hälfte an belebter Waffe. Ich hoffe, das passt, dass wir sie dann einsetzen können. Es wäre cool, wenn wir den First Try machen. Ich glaube zwar nicht dran, aber okay. Also, schauen wir, ob hier überhaupt ein Boss drin ist oder ob hier vielleicht das Level erst noch weitergeht. Nee, Bosszeit. Oder zumindest Zwischensequenzzeit. Das ist das Vieh, was uns vom Kurs abgedrängt hat. Und es gibt Sachen her. Nein, jetzt springt es. Shit, okay, es gibt aber Elixier mir. Okay, ich glaube, Anvisieren ist bei dem Teil nicht ganz so super. Okay, Speer ist vielleicht besser wegen Reichweite. Oh, crap. Umibozu, genau. Das ist... Was? Es macht 2800 Schaden mit einem
Was ist das? Holy fuck! Ist das fies! Das ist aber wirklich uncool. Aber gut, wir können jetzt dadurch, dass wir den hier töten. Komm, wir töten dich, habe ich gesagt. Können wir ein bisschen Amritas für den... Wobei, nee, wir haben den Schutzgeist ja noch gar nicht aufgenommen. Oh, shit. Okay. Die Sequenz war cool, aber ich überspringe sie trotzdem einfach. Fick dich! Okay, also nachdem er das geworfen hat, aber wir können... Okay, was macht es jetzt? Jetzt springt es. Ah, kann ich vielleicht hier irgendeine Waffe ins Feuer führen? Genau, ich dachte gerade schon. Hat es... Es muss doch irgendeinen Sinn gehabt haben, dass ich hier diesen Shit gemacht habe. Na, fick dich. Und jetzt macht es... Nee. Oh ja, da! Das macht Schaden! Nee, 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 nee. Okay, da nah an das Vieh ranzugehen, ist, glaube ich, ganz gut, wenn es die Arme ausbreitet. Okay, jetzt verschwindet es wieder. Können wir derweil hier wieder Waffe ins Feuer führen? Okay, die Attacke hat aber relativ langen Abgang. Mir fällt gerade übrigens ein, wenn das wirklich ein Wassermonster ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so intelligent, dass wir einen Wasserschutzgeist haben. Okay. Okay, also ich müsste hier ehrlich gesagt mehr Schaden machen, meiner Ansicht nach. Warum mache ich so wenig Schaden? Das Drecksvieh. Okay, jetzt verschwindet es wieder. Ich glaube, immer wenn es jetzt verschwindet, sollte ich die Waffe ins Feuer führen. Das ist schlecht, weil ich es nicht sehe. Was? Nein, ich... Dadurch gehen die Feuer aus. Das hat mir keiner gesagt. Ah, shit, you. Gehen die wieder an, oder? Oh, ne. Ich wollte gerade schon sagen, das macht es den Kack, der mich gerade getötet hat. Ah, hat es vielleicht am... Hat es nicht am Ende seiner Tentakeln irgendwie verwundbare Stellen? Ich bild mir ein, irgendwas Leuchtendes am Ende seiner Tentakeln gesehen zu haben. Ja, und jetzt kann ich hier nichts mehr anzünden. Resettet sich das beim Bosskampf oder ist das jetzt für ewig aus? Das wäre irgendwie Arsch, wenn es... Fick dich. Aber ich glaube, das ist wieder mal nur so ein Endurance-Kampf wie gegen den Tausendfüßler, den man mehr oder weniger sicher runterspielen kann. Komm. Nein. Ha! Okay, ich sollte... Also wenn es... Sobald es diesen Mund offen hat, sollte ich mich verpissen. Aber das ist gut zu wissen, dass es ein Wasserboss ist. Oder zumindest... Ich glaube, es ist ein Wasserboss. Ich meine, es ist im Wasser. Auf jeden Fall glaube ich... Was? Zurückrufen? Ich habe den jetzt zurückgerufen. Ich will den Schutzgeist nämlich wechseln. Das hat mir zwar einiges an Amritas gekostet, aber ich hätte gerne irgendwas, was... Ja, hier Feuerschar. Irgendwas, was Wasserabwehr macht und... Hier Feuer. Einsatzdauer ist aber recht kurz. Aber Feuer wird dem sicher richtig abfacken. Ja, nehme ich einfach mal. Das hat mich jetzt 8000 Amritas gekostet. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich 8000 Amritas habe, aber okay.
Dann töten wir jetzt nochmal ein, zwei Gegner und schauen, dass wir dann nicht noobig sind. Beziehungsweise ich schaue, dass ich dann nicht noobig bin. Ja, fick dich. Ja, hier, verrecke. Jetzt machen wir die noch platt, wie gerade. Komm. Ja, backstabben wir dich. Und fall runter. Genau. So, scheiß aufs Gold. Ich will nur das Amritas, um meinen Schutzgeist aufzuladen. Und jetzt ist er auch nicht mehr hier. Das heißt, wenn richtig viel Amritas im Schutzgeist ist, ist es wahrscheinlich besser, ihn zurückzurufen, als Risiko zu gehen. So. Nein, 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 nein. Sobald er sein Maul offen hat, ist ganz schlecht. Ich hab irgendwie am Anfang dieser Folge geahnt, ich bin jetzt die ersten zwei Folgen, wo wir hier sind, nicht runtergefallen. Das werde ich nicht ewig durchziehen können, ohne nicht runterzufallen, egal wie vorsichtig ich bin. Und es hat sich bewahrheitet. Es ist shit. Da, hier. Nein! Ja, verreck doch einfach. Aber gut, das Amritas macht mir jetzt den Schutzgeist nicht voll, oder speichere ich das eventuell? Ach gut, aber gut, die ersten drei Versuche müssen ja nicht so ultra heftig geil sein. Dafür machen wir es jetzt. Oh, und er hat mit der Attacke angefangen. Und die Feuer resetten sich. Was gut ist. Okay, schau mal, wie viel die Weine jetzt. Also einfach. Hier, da ist doch irgendein Shit am Ende seiner Tentakel. Versucht den Shit am Ende seiner Tentakel jetzt zu treffen, aber. Ah, da kriege ich extra Damage, glaube ich. Ah, gut. Jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Ich sollte dafür vielleicht Feuerpapier ausrüsten, aber. Oh! Okay. Okay, da kann ich zu dem hin und ihm Schaden machen, aber das ist, finde ich, doch recht risky business. Ja, die Arme sind immer noch am besten. Auch wenn ich so, jetzt gern Feuer hätte, aber na gut, er retracted. Waffe ins Feuer. So, und jetzt mach keinen Shit. Genau. Ja, der Speer ist echt gut wegen der Reichweite, weil ich da mehr attackieren kann, glaube ich. Oh, das hat ihm wehgetan. Das tut ihm richtig weh mit Feuer. Okay. Vielleicht ist die Attacke doch gar nicht mal so kacke, wenn sie mich halt nicht umbringt. Okay, retracted wieder. Okay, und jetzt werde ich die Waffe nochmal ins Feuer halten. Und dann werde ich meinen Schutzgeist fürs letzte Mal Feuer verwenden. Nein, 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 nein. Ich will dann nur nicht runterfallen bei dem Shit. Genau, macht den Tentakel. Jetzt
Alter, das miese Hurenkind verpisst sich schon wieder. Was? Nein, jetzt hat es... Was? Die zweite Phase des Bosses, oder was? Ho, ho, der macht Schaden. Nein. Jetzt mach, jetzt ist es genau eins von den Viechern, das ich gar nicht leiden kann. Jetzt ist es quasi Phalanx aus Demon Souls. Okay, es macht irgendwie Schaden und ich weiß nicht woher. Okay, weißt du was? Jetzt ist, glaube ich, eine gute Zeit. Weil jetzt nicht getroffen zu werden, ist, glaube ich, sehr wichtig. Ha! Okay, also die zweite Phase dieses Kampfes ist echt viel heftiger als die erste. Die erste ist ein Geduldsspiel und die zweite ist dann fick dich. Vor allen Dingen, dass dieser Kackel, dass der von diesen kleinen Blobs Gesellschaft kriegt, das ist echt uncool. Eine Sache fällt mir gerade ein, was wir machen können. Wir können hier Wasser, den Wasseranhänger ausrüsten. Und wir können statt Blitzamulett Feueramulett reintun. Das sollte uns ja eigentlich auch helfen. Wir haben nur kein Feueramulett. Doch, wir haben sogar 16 Feueramulette. Holy shit. Okay. Gut. Alles klar. Ah ja, natürlich macht das dort, wo ich nicht hinkomme. Du Ficker. Ja, geh dorthin, wo ich dich angreifen kann. Leck mich am Arsch. Okay, wo geht er lang? Da lang. Ich werde diese Feuer jetzt mal anlassen. Vielleicht hilft es ja was. Weil es ist tendenziell sowas, wo ich... in einem Soul-Spiel sagen würde, irgendwie die Feuer schwächen ihn oder so. Ja, ich mache ihn nicht mehr. Ich mache doch mehr Schaden, oder? Nee. Ja, ich mache auf jeden Fall viel mehr Schaden. Ich mache doppelten Schaden. Okay. Nee, ich mache gar nicht doppelten Schaden. Warum habe ich ja doppelten Schaden gemacht? Da hinten sind Items. Er macht doch wieder die heftige Attacke, aber da kriegst du halt richtig gut Schaden von. Das ist jetzt schlecht. Ich glaube, nee, okay. Ich dachte gerade kurz, ich bin tot. Jetzt macht er nicht mehr die Attacke, die ich so geil punishen kann. Ich sollte mir das Feuer für die, wenn er die geile Attacke, also die tödliche Attacke macht, aufsparen. Ja, okay. Das war jetzt sehr dämliches Timing. Na gut, das ist okay. Weil diese Teile mit dem zu treffen ist echt gut, glaube ich. Oh ja. Ah, das hat ihm viel weh getan. Fällt mir.
Das vielleicht. Nee, ich sollte die Feuer für nachher aufheben, ist, glaube ich, die Devise, die gut ist. Weil nachher. Ja, ich soll's für nachher aufheben. Und da kann ich. Nein! Shit on you. Holy crap! Ja, mach! Ja, du Hure! Au! Ja, das ist auch gut. Okay, bei halbem Leben oder so hat er das gemacht. Das Problem ist, ich habe nicht genug Amritas gerade auf mir, um den Schutzgeist zu beschwören. Hä? Au! Ha! Geht er jetzt schon in die Mitte? Nee, nee, noch. Vielleicht, wenn ich die Flammen nicht ausmache, geht er gar nicht hier rauf. Das kann sein. Das wäre ultra nice. Das wäre ultra nice. Der bleibt wahrscheinlich in dieser Phase. Das ist die Idee dahinter, glaube ich. Bitte sag, das ist, was ich gerade rausgefunden habe, ist die Wahrheit. Nein, er geht doch hier rauf. Geh, fick dich. Au! Au! Okay, hat er nicht nach der Attacke immer... Nee, das ist die... Nee, das ist die Attacke, wo er mich dann so absorbiert. Okay. Das habe ich nicht mal gewusst. Dass wenn er sich so quasi... Dass wenn er quasi springt und sich... Okay, aber wir kriegen den hin. Also die erste Phase ist wirklich gar nicht so heftig. Und jetzt werde ich nochmal ein paar Leute töten. Und dann werde ich für die zweite Phase mir den Geist aufsparen und ich glaube, dann kann er einpacken. Achso, Moment, dafür muss ich ja den hier auch töten oder sollte ihn, sagen wir mal, töten. Pisser. Gut. Komm. Ja. So, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen lame und langweilig. Vielleicht schneide ich euch das sogar raus, aber das ist halt, glaube ich, Boss-Vorbereitung, die recht wichtig ist. Okay, es steht genau dort, wo wir, glaube ich, nach der Sequenz spawnen. Aber ist irgendein Vorteil dadurch entsteht, wenn ich die Flammen... Ich will das jetzt nochmal schauen, weil ich glaube, also entweder hat mehr Damage bekommen... Es muss irgendwas mit den Flammen zu tun haben. Es kann nicht nur einfach sein, dass ich dadurch Feuer bekomme. Also es kann schon sein, aber das wäre so ein bisschen lame. Schlechtes Timing. Außer er macht's nochmal. Nee, macht er natürlich nicht. Ja, das war jetzt ganz scheiße. Nee. Okay, das Feuerteil war echt verschwendet.
Wendekreis von William. Der wendet wie ein Truck. Der kann nicht die Pirouette auf dem Absatz machen. Ah, shit. Okay, ich glaube, ich werde langsam unkonzentriert, weil der Bosskampf einfach nur langwierig ist. Der ist irgendwie so genau das Gegenteil von diesem Hinoema, dieser nekrophilen Alten, die wir erst vor ein paar Parts zum zweiten Mal hier bekämpft haben. Die war wirklich fast paced und... Ja, die war halt fast paced und das hier ist mehr so... Ja, ich warte auf eine Attacke, dann passiert die Attacke und ich kann halt aber runterfallen. Es ist halt eine ganz andere Challenge. Mach jetzt beide Arme hoch. Nein, nicht einen. Ah, jetzt geht er aber in die Mitte, oder? Ja. Okay. Ich circle ihn einfach. Oh, jetzt, das ist die Kack. Das ist der Kack. Genau, das ist der Kack, wo er mich im Normalfall ficken will. Wo sind seine Minions? Okay, zwei Attacken kann ich da, bevor Bonkers, also bevor er sich so einschleimt, fett macht, breit macht er. Ernsthaft überhaupt? Er hat mich... Ich hasse seine zweite Phase so enorm. Ich will nicht. Das Problem ist, ich nehme das hier gerade am Sonntag auf. Ne, am Samstag. Am Samstag? Heute ist Samstag. Heute ist Samstag, genau. Das Problem ist, genau, weil am Sonntag kann ich nämlich nicht aufnehmen. Und heute habe ich auch nicht mehr viel länger als eine halbe Stunde Zeit, bevor ich einen Termin habe. Was bedeutet, dass es sein kann, dass entweder am Montag keine Folge kommt oder weil es irgendwie dämlich wäre. Ich mache nicht gerne einen Boss auf zweimal, vor allen Dingen, wenn wir ihn heute erst kennengelernt haben. Ich sollte, glaube ich, weil diese Phase so einfach ist, sollte ich das Feuerpapier oder Feuerstein fürs zweite Mal aufheben. Oh, das ist ganz gut. Ich bin gerade voll konzentriert, sorry, falls es nicht spannend bezüglich meinem Quatschen ist. Kann jetzt auch gerade nicht schauen, ob die Cam synchron ist. Es sollte aber sein. Sobald er sich in die Mitte begibt, werde ich die Waffe einsetzen. Was jetzt sein könnte. Ja. Jetzt macht er seinen komischen Blubber wieder. Jetzt wollte ich nicht laufen, weil ich wieder Angst hatte, aber der ist doch echt für'n Arsch. Der kann mich halt one-shotten. Und meine Waffe, gibt's eine andere Feuerwaffe, die ich verwenden kann? Dadurch wird das Grab entfernt. Und alles am Rita geht dadurch verloren. Aber nee, ich glaube, das war der einzige, der...
Scheiße, dass man das nicht sehen kann, was für andere Schutzgeister man hat, aber... Ich glaube, das war der einzige, der Feuer macht. Es gab noch einen Blitz, diese Vereinten Raikön oder wie auch immer das heißt. Oder Raikön oder was auch immer. Okay. Das ist für mich heute Last Try. Beten wir, dass es funktioniert, sonst... Sonst muss ich das wann anders probieren. Ja, super. Fängt gut an. Mach einfach den Shit mach, wenn ich dich treffen kann. Das wäre sehr cool. Wir haben übrigens nur mehr 7. Achso, weil wir einmal geheilt haben. Ich dachte, jetzt geht uns der Heilvorrat aus, aber. Er kann nach der Armattacke auch so ziemlich schnell wieder anderen Shit machen. Also nach der nicht, aber nach der einen Armattacke halt. Na komm, Bäumchen, wechsel dich. Das Gold macht halt keinen... Also ich sollte die Sachen bei den Dingern nicht einsammeln, weil es ist nur Gefahr, dass ich irgendwie verrecke. Aus Dummheit. Ich frage mich ja, was passiert, wenn ich einmal in der Reling bin. Wenn der... Moment, kommt der jetzt schon in die... Ne, er kommt noch Gott sei Dank nicht. Okay, dann kann ich jetzt noch einmal mit dem versuchen. Komm, geiler Shit. Also wirklich geiler Shit. Ja. Ja. Nein, das war gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, mein Schutzgeist ist am Sack. Okay, jetzt müssen wir seine Moves studieren. Okay, manchmal schießt er einfach nur. Dann macht er die Attacke, wo ich zweimal schlagen kann und dann weg. Okay, das Schießen ist mir noch zu unheimlich, weil ich nicht weiß, wie schnell er ein Follow-up machen kann. Das ist allerdings... Die Attacke, die mich vorhin so oft getötet hat, ist doch... gar nicht so kacke. Okay, die Attacke war seltsam. Okay, das ist gar nicht cool, wo der gerade ist. Komm irgendwie näher hierher.
Mach irgendwie nochmal deine eine Attacke. Holy crap! Heil dich! Gott sei Dank hat er gerade keinen Shit gemacht. Ah, die ist gut. Ja, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber das war gerade der, glaube ich, sicherste Zeitpunkt. Holy crap! Okay, nee, nee, das ist mir zu riskant. Okay, muss hier echt sau die Surroundings im Kopf behalten. Einfach um ihn rumlaufen ist, glaube ich, eine der besseren Ideen. Ja, ich sehe, wie viel Leben er hat, deswegen habe ich gebufft. Stirb! Oh! Oh Gott, okay. Und das war erstens die Facecam, die asynchron geworden ist. Sorry, ihr seht es wahrscheinlich nicht mehr, aber... Okay, das war ein heftiger Kampf. Ein guter Speer, gutes Kabuto und anderer guter Stuff, den wir dadurch haben. Okay. Das heißt, wir können jetzt hier das hier Elixier aufnehmen und was auch immer hier hinten ist, weil selbst wenn wir jetzt verrecken, ist der Boss tot, hoffe ich mal. Gut, schauen wir, ob wir hier dadurch irgendwelchen geilen Nebenshit gekriegt haben. Das Kabuto war gut. Das Kabuto, glaube ich, war sehr... Wobei das hier ist... Ne, 70B, das passt noch, gerade so. Groß Speer, und jetzt schauen wir den hier. Ja. Oh, Stufe 44. Stufe 44, die aber nur ein bisschen besser ist. Da muss ich schauen, ob das nicht vielleicht mit dem Schmied besser gehen würde. Okay, aber dann glaube ich, gibt es jetzt noch eine Abschlusssequenz hier, die ich mir redlich verdient habe. Ja, Rückkehr. Also... ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の渋谷道じゃ大谷行部殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠。多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。 三成殿も、人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば、物のわからぬ大名どもに今一度義を説こう。
を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には正攻法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。うん、もはやろくに目も見えず下法で生きておるに、今更正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五穀の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。Ja, ich glaube, das soll heißen, der Fremde kommt schon zu dir. Also wir sind ja der Fremde. Aber gut, das war eine heftige Folge. Der Bosskampf war nicht der härteste, glaube ich, bis jetzt, aber der, wo die Taktik so irgendwie am... Die war auch nicht schwer, aber es war halt so... Ein Kampf hat halt so lang gedauert, dass irgendwann die Konzentration flöten geht. Na gut. Anjin, nicht wahr? Gute Arbeit. Ein Kobayakawa hält immer sein Wort. Ich werde die Murakami bitten, dein Schiff zu reparieren. Du kannst auch Fürst Ieyasu ausrichten, dass er auf unsere Hilfe zählen kann. Nun ja, sagen wir höchstwahrscheinlich. Der Mori-Clan ist schließlich groß, daher kann es etwas dauern, bis wir eine Einigung erzielt haben. Gut, und wir kriegen ganz guten Shit dadurch. Danke. Zwielichtmission, unheilvolle See und Weg des Schülers. Und Weg Ninja und Mission im Zwielicht geändert. Ah, die haben wir beide schon erledigt, deswegen das Hakao. Na egal. Aber wir haben hier weiter zur nächsten Region und Erbe der Nio. Geil, der Titel ist im Ding hier. Ja gut, dann werden wir schauen, dass wir diese Nebenmission machen. Und hier gibt es auch noch eine Nebenmission. Das heißt, bevor wir in die neue Region gehen, wird es noch einiges geben. Und hier beim Dojo auch noch einige Sachen. Weg des Ninja, Schüler. Oh, dafür brauchen wir dann Geschick. Oh, shit. Na gut. Egal, aufleveln können wir nicht, das ist super, aber ich schaue jetzt nochmal ganz kurz, ob wir hier bei Seelenbild, bei Waffe, hier unseren aktuellen Großspeer mit diesem Speer können wir noch besser machen als der alleine. Siehst du, und das ist doch super. Das ist genau die Stellen, an denen das Seelenbild effektiv wird. Und außerdem das Doppel-Uchi, was wir gerade verwenden. Nein, hier, das hier. Können wir vielleicht... Hier, zu, nee, nicht mit dem. Nicht mit unserem Großspeer. Aber hier, mit dieser Axt, können wir es besser machen. Genau, das machen wir auch. Ja, und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wie gesagt, ich glaube, die Facecam seht ihr nicht mehr, weil die wäre ultrasynchron. Dann lasse ich sie lieber gleich weg. Das ist angenehmer zum Schauen, meiner Ansicht nach, als wenn das komplett auseinander geht. Aber egal, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Nioh. Heftiger Bosskampf, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, Leute.